Das hier ist schon eine etwas ungewöhnliche Karte. Es ist eine flächentreue Karte. Das heißt, sie lässt Grönland nicht genauso groß erscheinen wie Afrika, wie manch andere Kartenprojektion. Aber statt zu versuchen, die geografische Realität abzubilden, zeigen wir die menschliche Realität. Wir verzerren die Landmassen so, dass jeder Mensch den gleichen Platz auf der Karte hat. Regionen, in denen wenige Menschen leben, verschwinden fast. Regionen, in denen viele leben, werden vergrößert. Deshalb werden auch die Punkte, die einige der größten Städte der Welt darstellen, ziemlich groß. An ihnen sieht man gut, wie gequetscht und gedehnt diese sogenannte anamorphe Karte an manchen Stellen ist. Wagen wir es, zum Jahr 2100 nach vorne zu schauen. In manchen Gebieten, in Afrika zum Beispiel, wird die Bevölkerung wachsen. In anderen, wie in China, wird sie wohl schrumpfen. Insgesamt schätzt man, dass die Weltbevölkerung von heute 8 Milliarden bis 2100 auf 11 Milliarden anwachsen wird. Noch mehr Menschen, die friedlich zusammenleben können. Super. Auf so einer Karte können wir aber nicht nur Bevölkerung darstellen, sondern auch andere Metriken. Jetzt sehen wir das prognostizierte Waldbrandrisiko im Jahr 2100. Regionen, wo viele Menschen von einem hohen Waldbrandrisiko betroffen sind, erscheinen größer. Regionen, in denen niemand lebt oder in denen keine Waldbrände auftreten, verschwinden eher. Statt betroffene Bevölkerung können wir auch einfach betroffene Gebiete zeigen, falls wir uns nicht nur für verbrennende Leute, sondern auch für verbrennendes Land interessieren. Aber versuchen wir, das Fortschreiten des Klimawandels zu bremsen und schalten Kohle- und Gaskraftwerke schnellstmöglich ab. Die Landmassen schrumpfen ein wenig, was eine Verbesserung bedeutet. Ein niedrigeres Waldbrandrisiko an vielen Orten, wenn auch nicht überall. Wenn wir auch die Industrie global CO2-neutral machen, auf Autos für Kurzstrecken verzichten und Güterverkehr von der Straße nehmen, sehen wir ein niedrigeres Waldbrandrisiko in den meisten Regionen, wie zum Beispiel in Europa. Meinen treuen Zuschauern verspreche ich übrigens, dass das Wort Zug mindestens einmal in diesem Video vorkommt. Jedenfalls, mit all diesen Maßnahmen nähern wir uns dem Waldbrandrisiko an, wie es heute ist. Das heißt, wir verringern das Ausmaß an Zerstörung, das auf uns zukommt. Zurück zur normalen Karte für einen Moment, damit wir dann eine weitere Auswirkung des Klimawandels visualisieren können. Jetzt sehen wir nur noch die Gebiete, die wir vielleicht 2100 nicht mehr sehen werden. Also die, die gegebenenfalls unter Wasser sein werden, weil sie unter dem Meeresspiegel liegen. Und auch die, die statistisch gesehen mindestens einmal im Jahr überflutet werden, etwa bei Sturmflut. Das ist vielleicht nicht sehr intuitiv, weil im Gegenteil die Gebiete von der Karte verschwinden, die nicht vom Meeresspiegelanstieg betroffen sind. Laut Prognosen wird der Meeresspiegel bis 2100 um 1 bis 2 Meter steigen, möglicherweise noch viel weiter in den kommenden Jahrhunderten. Allerdings sind, wie wir sehen, selbst bei 1,5 Grad Erderwärmung viele Gebiete potenziell betroffen. Es ist ziemlich schwierig vorherzusagen, welche Gebiete überflutet sein werden und welche nicht. Viele Orte liegen schon heute unter dem Meeresspiegel. Bis zu einem gewissen Grad können sie durch Dämme geschützt werden. Aber Flussdeltas sind besonders betroffen. Oft leben dort viele Menschen, wie im Nildelta bei Kairo, im Rheindelta in den Niederlanden, im Gangesdelta bei Dakar oder im Mekongdelta in Vietnam. Selbst wenn wir es schaffen, überall Dämme zu bauen, wird Salzwasser zunehmend das Flusswasser, das Grundwasser und die fruchtbaren Böden dort kontaminieren. Währenddessen werden die Menschen, die auf den kleinen Inseln leben, die vielleicht komplett untergehen werden, unglücklich sein, dass sie nicht mal auf dieser Karte vorkommen. Zum ersten Mal sehen wir nun die Karte, wie sie eigentlich aussehen sollte, wenn wir weiterhin im Paradies leben würden. Fast leer. Denn Stand heute gibt es sehr wenige Orte, idealerweise keine, an denen unerträgliche Hitze überhaupt auftritt. Was meine ich mit unerträglicher Hitze? Wir schwitzen, um nicht zu überhitzen. Wenn die Luft nicht nur heiß, sondern auch sehr feucht ist, funktioniert das nicht mehr. Der Schweiß kann nicht verdunsten, der Körper kann sich nicht mehr kühlen. Eine sogenannte Kühlgrenztemperatur von 35 Grad ist das theoretische Limit, das ein Mensch für mehr als eine kurze Zeit ohne Klimatisierung überleben kann. Selbst im Schatten und mit ausreichend Wasser. Schon 30 Grad sind gefährlich. Auf dieser Karte sehen wir Orte, die mehrfach im Jahr Kühlgrenztemperaturen über 35 Grad erreichen. Im Jahr 2100 gibt es auf allen Kontinenten außer Europa Regionen, die von diesen wirklich tödlichen Hitzewellen betroffen sind und gegebenenfalls unbewohnbar werden.
Außer wir unternehmen etwas. Lass uns erneut Kohle- und Gaskraftwerke abschalten, die Industrie dekarbonisieren, den Straßenverkehr reduzieren und wir sehen, dass es wirklich einen Unterschied macht. Selbst die letzten Bruchteile eines Grades, um die 1,5 Grad zu erreichen, machen einen sehr sichtbaren Unterschied. Es lohnt sich, unsere Gebäude nachhaltig zu bauen und zu heizen, nachhaltig zu landwirtschaften und zu essen, das heißt weniger tierische Produkte, um nur einige der nötigen Maßnahmen zu nennen. Außer wir wollen empirisch belegen, wie tödlich diese Hitze wirklich sein kann. Natürlich gibt es noch wesentlich mehr Auswirkungen des Klimawandels, die hier nicht gezeigt werden. Und die gezeigt werden, sind vielleicht übertrieben oder untertrieben. Es ist einfach sehr schwierig vorherzusagen, wie genau sich alles verändern wird und welche Kipppunkte und sich selbst verstärkenden Rückkopplungseffekte ausgelöst werden. Also lasst uns hoffen, dass entweder diese Karte völlig falsch ist oder, leider nur wenig wahrscheinlicher, dass wir alle tatsächlich die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Für eine interaktive Version dieser Karte siehe den Link hier oder in der Beschreibung.